Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Hier ist wieder euer David. Herzlich willkommen zu dem Review meiner Samsung Regular Brilliant Heavy Crashes. Ich weiß, wir haben sehr lange drauf warten müssen, aber heute ist es soweit und ich würde mal sagen, los geht es mit dem Review. Bevor ich beginne mit den Klangeigenschaften und mit den Tests, die ich bei dem Review durchführen möchte, möchte ich auf die Firma eingehen, warum ich sie bestellt habe, wie die Becken hergestellt worden sind und so weiter und so fort. Bestellt habe ich mir die Becken aus zwei Gründen. Grund Nummer 1. Ich wurde 30 Jahre alt und durfte mir zum Geburtstag was aussuchen und habe mich für die Becken entschieden. Nummer 2. Die türkischen Becken haben mir klanglich sehr generell sehr gut gefallen und ich war von der Qualität von Samsung immer wieder begeistert und deswegen habe ich die Chance genutzt und habe mir dann zu meinem Geburtstag diese Becken bestellen dürfen. Also, seit 3 Wochen sind die Becken nun bei mir. Ich musste also ungefähr ein halbes Jahr warten, aber das Warten hat sich gelohnt, denn ihr werdet es später erfahren, warum es sich gelohnt hat. Wir finden die Heavy Crashes in 20 Zoll Durchmesser, 18 Zoll Durchmesser und 16 Zoll Durchmesser hier vor. Diese Becken wurden von der Firma Samsung Symbols ansässig in Istanbul, Türkei, fast komplett per Hand gemacht. Das heißt, die Glocke wurde maschinell eingedrückt. Und auch das Walzen ist per Maschine geschehen, aber ansonsten ist alles bei den Becken komplett handgemacht und das Gesamtergebnis sieht einfach wunderschön aus. Sowohl dieses tiefe, dichte Hämmerungsmuster mit diesen schönen, tiefen Einstiegen, als auch dieses schöne Abdrehmuster, das schmale Abdrehspuren hier zeigt und das dann hier unterbrochen wird von diesen anderen Abdrehspuren, die etwas tiefer sind und etwas breiter abgedreht worden sind. Und das sieht meiner Meinung nach richtig schön aus. Meines Erachtens ist das Design richtig gut geworden. Und schaut euch diese schönen Becken an mit ihren schönen Brilliant Finish. Sie spiegeln ein wenig sogar, man kann es hier sehen. Man kann auch meine Kamera und mich hier sehen. Also sehr schön gemacht vom Design her. Und jetzt gibt es endlich diese verschiedenen klanglichen Tests, die ich bei diesem Becken ausführen möchte. Und ich möchte direkt mit der Ansprache beginnen. Den ersten Test, den ich durchführen möchte, ist die sogenannte Ansprache. Das heißt, ich werde das Becken leicht anschlagen und hier auf dem Profil als auch auf den Rand, um zu testen, wie die Ansprache ist. Wir haben es hier allerdings mit den schwersten Crashbecken zu tun, die es im gesamten Samsung Symbols Portfolio fast gibt. Man kann natürlich auch Custom-Optionen ordern oder man kann sich Orchesterbecken holen. Die sind etwas schwerer als hier die Crashbecken, aber davon abgesehen sind dies tatsächlich die schwersten Crashbecken und sie haben tatsächlich auch hohes Gewicht. Wir haben hier bei dem 20 Zoll Crashbecken 2400 Gramm, beim 18 Zoll Crashbecken 1835 und bei dem 16 Zoll Crashbecken 1400 Gramm. So, ich habe genug geredet. Ich werde jetzt jedes Becken mal leicht anschlagen, um zu testen, wie es reagiert. Wir konnten also hören, dass die Becken noch nicht voll und ganz aufgegangen sind. Das passiert erst nur,
wenn man die Becken tatsächlich sehr hart anschlägt. Und das will ich jetzt gern mal machen. Und zwar folgendermaßen. Ich nehme mir diesen Stock hier und dann werde ich von leise auf laut und immer lauter jedes einzelne Becken anschlagen. Bevor ich das allerdings tue, muss ich mir die Kopfhörer aufsetzen, denn die Becken sind extrem laut. Ja, also wir konnten tatsächlich ein wunderschönes Obertonspektrum hören und das 16 Zoll Crashbecken hat eine enorme Projektion, kann sich allerdings nicht gegen das 18 Zoll und 20 Zoll durchsetzen, aber es produziert dennoch die höchsten Obertöne und klingt auch sehr interessant und die Bass klingt auch noch sehr gut durch, also es ist eine Mischung zwischen eher weniger Bell-Definition und Bell-Definition und die Obertöne sind sehr schön aufgegangen, die hellen sind hervorgetreten, die mittleren und dunklen Frequenzen auch, alles eigentlich ein sehr schöner Mix im Klang und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr, sehr gut und ich mag das absolut. Also diese Becken klingen wirklich sehr, sehr schön und das gefällt mir einfach. Jetzt testen wir die Becken aus, ob wir sie auch als Ride-Becken einsetzen können. Das heißt, ich werde auf den Becken jeweils eine Ride-Figur spielen und danach werde ich mal so erklären, wie ich den Klang so finde. Ja, alle drei Becken lassen sich wunderbar als Ride spielen, vor allen Dingen das 20 Zoll Crash ist eine gesunde Mischung zwischen Crash und Ride, also es lässt sich sowohl wunderbar als Ride einsetzen, aber auch als Crash einsetzen, denn der Attack steht ganz klar über dem schönen mit einem betonten Wash, der auch dunkle Untertöne hervorbringt und das gefällt mir einfach. Somit kann ich das 20 Zoll Crashbecken optimal einsetzen für leichtere Musikrichtungen. Auch das 18 und 16 Zoll Crashbecken, beide Crashbecken klingen als Ride angespielt, auch sehr interessant. Das 16 Zoll Crashbecken würzt verschiedene Musikrichtungen auf, sehr schön. Also es klingt sehr funky, sehr interessant, aber es lässt sich auch sehr wunderbar einsetzen für schnelle, leichte Musik, genauso wie das 20 und 18 Zoll Becken auch. Also wirklich sehr, sehr, sehr interessant, wie das vom Klang her eigentlich ist. Als nächsten Test gehen wir jetzt zu den verschiedenen Kuppensounds. Das heißt, wenn ich den Stock nach vorne und zurück schiebe, je nach Position verändert sich der Sound und wie das bei diesen Kuppen klingt, das hören wir uns jetzt mal einfach an. Thank you.
Ja, die Kuppen erzeugen also verschiedene Klänge, je nach Stockposition. Und das gefällt mir einfach sehr gut, denn man kann dadurch ganz, ganz viele Klänge aus einer einzelnen Kuppe oder Bell herausholen. Und das finde ich einfach wirklich genial. Ich habe jetzt hier verschiedene Stöcke liegen. Das heißt, ich werde jeden Stock jetzt einsetzen und werde jeden Stock an dem Becken spielen, damit man hören kann, ob diese Becken verschieden auf die verschiedenen Stöcke reagieren. Und los geht es. Jawohl, die Becken haben wunderbar und schön auf die verschiedenen Stöcke reagiert und das ist mir auch sehr wichtig, denn das ist sehr interessant, dass eine B20 Bronze so doll verschieden klingen kann, wenn verschiedene Sachen auf sie eintreffen. Und das finde ich immer wieder sehr interessant und auch ziemlich spannend und das gefällt mir einfach ziemlich gut. Ja, jetzt müsste ich noch kurz auf die Integrität eingehen und dann kommt das Schlusswort. Also, die Becken integrieren sich sehr, sehr gut in mein Spiel. Also ich kann sie sehr vielfältig einsetzen. Nicht nur im Heavy-Bereich, also in der Heavy-Metal-Musik, wofür sie eigentlich gebaut worden sind, sondern, das ist das Interessante, sie lassen sich weitaus mehr irgendwo einsetzen und geben dann jeweils dem Musik, den verschiedenen Musikrichtungen eine sehr, sehr schöne Würze. Einsetzen würde ich sie in allen möglichen Musikrichtungen, von Jazz bis etwas lautere Musik, wenn ich sie als Ridebecken einsetze, dann von Pop bis Metal, wenn ich sie als Crash einsetze. Also es ist sehr interessant, dass ich diese Becken so vielseitig einsetzen kann. Und jetzt kommt das Fazit und dann ist es mit dem Video auch schon vorbei. Also, diese Becken sind sehr schön designt worden. Mir gefällt absolut das Brilliant Finish, das ich euch gerne jetzt noch mal kurz zeigen möchte. Also so sieht das Brilliant Finish aus. Sehr, sehr, sehr schön. Vor allen Dingen dieses Abtrimmmuster und auch die Hämmerung einfach wunderbar. Aus klanglicher Sicht kann ich absolut sagen, dass diese Becken sehr gut klingen, also sie haben einen sehr linearen, sehr schönen Frequenzverlauf und
Das gefällt mir absolut. Sowohl die tiefen als auch mittleren und hohen Töne werden schön abgebildet. Die hohen Töne kommen allerdings erst dann, wenn man tatsächlich auf die Becken richtig draufhaut. Aber wenn sie dann mal geöffnet sind, dann wird alles wunderbar abgebildet und auch schön aufgelöst. Und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon für dieses Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Macht es gut. Ciao.